Ich lasse schon mal die Leiter runter, dann tunkt der sich da in Lava. Ah. Ah, dafür haben wir den da jetzt am Hals. Stirb. Schnell, bitte. Wow. So, der ist in Lava gefallen. Eigentlich hätten wir das gar nicht machen brauchen. So, hier wird's jetzt, müssen wir vorsichtig sein. Ja, genau, der verpasst es eine mit der Faust. So. Auf die Dinger nicht treten. Ah, gut. Hat geklappt. Alles andere, was auf uns schießen kann, schießt nicht mehr auf uns. Also ein letztes Mal noch. Auf den Schmelzer, den wir wechseln. Und natürlich auf Blitzschweiß. So. Gut, wir haben Wasser. Oh. An die Lava habe ich jetzt nicht gedacht. Können wir erstmal hier einen Feuersamen einsammeln, den wir nicht mehr brauchen. Können jetzt hier hinterrennen. Können unterwegs was trinken, dass wir hochgeheilt sind. So, und können hier den Chaossturm einsacken. Genau. So, und hier können wir auch einfach durchrennen, weil das ganze Zeug noch alles wirkt. So. Das war die Spezialausbeute des Eisenschlosses. Nur, dass ich das auch mal gesehen habe, wie man das Zeug am besten rankommt. So, da springe ich sicherheitshalber rüber. Und hey, wir haben genug Seen für ein Level-Up gemacht. Die können weg. Wir haben, glaube ich, ein Menschenbild gefunden gehabt. Jo. Mindestens eins. Das kann weg, das haben wir gefunden. Die könnten wir jetzt mal schnell abgeben gehen, die ganzen Steine. Hier ist nichts. Das Kleriker-Parma. Ein kleiner Schild verziert mit einem Phönix. Das Flammenmeer, in dem das Eisenschloss unterging, verschlang auch diesen Schild. Und doch, bei seinem Auffinden war der Schild von einigen Verfärbungen, abgesehen auf mysteriöse Art und Weise, unbeschädigt. Weil er in einer Truhe auf einem Lavasee lag. So, das heißt, die Schmelzersachen können auch weg. An ohne Ritterrüstung haben wir schon eine. Ah, die Autoritätsrüstung gebe ich auch mal auf. So. Und den Feuer, den Chaossturm. Die Chaosflamme soll die Mutter der Pyromantie verschlungen haben. Erzeugt mehrere Chaosflammenpfeiler. Ja. So, jetzt gehe ich in die Zaubereinstimmung und ersetze dich erstmal durch den Blitzspeer. Ich habe den schon dreimal. Wieso? Ach nee, das sind drei Aufladungen. Ups. So. Und später wirst du dann durch Sonnenlichtschwert ersetzt. Das heißt, Blitzschweiß kann weg. Den brauchen wir jetzt eine ganze Weile nicht mehr. Wir können jetzt nach Majula zurück erstmal. Also ja, ich will jetzt kurz ein paar Sachen erledigen, bevor ich... Bevor ich... Na, sagt schon.
bevor ich mit der Hauptstory weitermache. Ich gehe jetzt mal auf Wille auf 30, dass ich eben das Sonnenschwert benutzen kann, also das Wunder. Und ich kann mal kurz bei ihr vorbeigucken. You've been long. Well. Weil jetzt dürfte sie, genau, Titanitbrocken haben. 10 Stück zwar nur, das reicht gerade mal für ein Rüstungsteil, um es voll abzugraden. Oder aber, ja, mit den 3, die ich noch habe, reicht das, um jedes Rüstungsteil auf plus 8 zu bringen, wenigstens. Sie verkauft auch eine Titanitscholle und glitzerndes Titanit. Oh, I know. Take these. Ach ja, und sie gibt uns mal wieder was. Nämlich ein glitzerndes Titanit. Ja. No interest. Gut, sie gibt uns das. Das heißt, wir reisen jetzt erst einmal ins Dazwischen. Geben da die Steine ab. Dann lagern wir Zeug ein und verkaufen den Schrott, den wir nicht brauchen. Mal wieder bei Gavlan. Oh, nebenbei. Bei ihr können wir auch kurz vorbeigucken. Jetzt, glaube ich. Also bei ihr hier. Still, that do you? Still holding up, are you? Ja. Go on. Take these. Jo, sie gibt uns jetzt 6 Menschenbilder, was ganz nett von ihr ist. No. Halt. Ich wollte ja zu den beiden Krähen im Nest, die man nie sieht. Dumm, die dumm, dafür muss ich nur die Leiter hier hoch. Wer dann gleich wieder angekriegt, gibt uns seidig und weich. You, you, give us Moose. Ja. Yes, you. Give us Silky. So, gucken wir mal. Yeah. Eine alte Peitsche. Okay, you, die haben wir, glaube ich, schon. Yes, you. Yeah, yeah. Was kriegen wir hierfür? Der Dämonengroßhammer. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, den haben wir wahrscheinlich auch schon. Aus dem ersten Teil vom allerersten Boss-Drop, der nämlich. So. Und dann können wir 10-mal die hier ablegen und gucken, was wir dabei rauskriegen. Prismastein haben wir ja keine mehr. So. Und noch einmal. Ja, ja. Gut. Ein Fallstein. Ein Titanitbrocken. Das ist nett. Blitzstein. Eine Titanitscholle. Mitternachtsstein. Ein Menschenbild. Göttlicher Segen ist, naja, Magierstein. Geborste rote Augenkapsel ist auch, naja, und ein Feuerdrackenstein. Also mit dem grauen, mit dem Titanitbrocken und der Titanitscholle haben wir mehr oder weniger Jackpot gehabt. Die anderen Sachen sind so lala. Und der geborstene rote Augapfel und der göttliche Segen waren fast schon unnötig. So. Das heißt, wir reisen jetzt in die Tore des Pharos. Ich wüsste eigentlich gerne. Ich finde es lustig, dass die Gebiete noch orange markiert sind. Das bedeutet, dass ich dort guten Koop und gutes PvP machen kann. Weil dort die meisten Spieler mit meinem Level unterwegs sind. Warum auch immer. Das war früher auch mal nicht so. Nein, da will ich doch nicht gar nicht hin. Ich will. Wo sind die Tore des Pharos? Hier. Gürms Frist. So, kann ich jetzt mal alles an Schrott verkaufen. Und nebenbei den Ring mal wieder tauschen. So, den Mastodon-Krieger
Euch nicht töten, nur den Gürmkrieger hier leider. Den Riesenzwerg. So, damit ich zu Gavlan komme. So, bei ihm können wir verkaufen. Hehe, ich hätte gucken sollen, was ich jetzt in meinem Besitz habe und was nicht. An Waffen, meine ich. Die Sachen weiß ich. Also so Häftlingssachen können sowieso weg. Erzdrachengewand. Gürmsachen. Egal, Alone-Sachen können auf jeden Fall weg. Und so Ledia-Sachen sammle ich erst gar nicht. So, Kruscht kann weg. Ich verkaufe mal bis auf fünf Stück von denen hier. Weil so oft benutze ich die nicht. Wurfwaffensachen behalte ich liebend gerne. Die Resistenzblumen, die benutze ich auch nie. Die Feuerblumen hätten mir jetzt gerade eben beim Flammenschluss helfen können, aber war auch nicht wirklich nötig. Die Sachen könnte ich auch mal öfter benutzen, wenn ich meinen normalen Speer verbessert habe. Ja, mit vorübergehender Intelligenz, das ist auch gut. Köderschädel brauche ich nicht. Estus-Flakon ist wie gesagt auf Maximum, also können wir uns das sparen. So. Ja, was der Koop angeht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mit dem Koop hier weiter treiben soll. Da muss ich rein. So, gucken wir mal. Alte Peitsche haben wir schon mal. Den Dämonengroßhammer sehe ich allerdings nicht. Dafür haben wir den Dreizack des Kanalisierers. So, nein, hatten wir auch noch nicht. Gut. Und die alte Peitsche kann ich beim nächsten Mal verkaufen. Ja, ich würde sagen, zurück, und wir reisen jetzt an die zerstörte Weggabelung in den Shattered Woods. Denn dort ist das letzte Königstor. Ich habe jetzt, abgesehen vom Add-on-Gebiet, von den DLC-Gebieten, alle offenen Stellen bis auf eine einzige abgeschlossen. Nämlich der eine Gegenstand unten in den im Heiligen Grab, wo man so blöd hinspringen muss. Den werde ich bei Gelegenheit dann holen. So, erst einmal auf Bogen wechseln, dass ich die Viecher ausschalten kann. Wie gut ist denn eigentlich mein Bogen? Plus 5 erst. Ihr solltet vielleicht nach dem nächsten Leuchtfeuer mal meinen Bogen auf Maximum verbessern gehen. Auch wenn das hier jetzt gerade ziemlich gut klappt, die... Oh. Hi, Großer. So. Wegrollen. Und weg mit dir. Ja, wie ich gerade sagen wollte, mit den kleinen blöden Versteinerungs-Gremlins klappt das hier eigentlich ganz super. So. Das letzte Königstor. Einen Ring, bitte.